Oh, Finale hat's voll erwischt. Sie macht echt bösen Schaden, Finale. Aber was halt Verteidigung angeht, das ist halt bei den Magiern immer so ein bisschen meh. Ich werde erst ruhen, wenn sie alle geschleift worden sind. Perfekt. Vor allem, dass wir durch die Explosion keinen Schaden nehmen, das ist auch amüsant, sage ich jetzt mal. Und Karte aufgedeckt. Sehr schön, dann müssen wir jetzt noch in den südlichen Dschungel. Dort den Mordenturm finden. Aber ich glaube, das ist auch so eine versteckte Wand gewesen. Mein ich zu behaupten. Ja, doch, ich erinnere mich. Das war auch eine versteckte Wand. Das ist echt der Kracher. Bis hier geht alles gut. Ah, okay. Aber klickt man schon zu weit raus, dann macht's böh. Apropos. So, jetzt will ich mal was nachschauen. Bestarium. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mal bitte nicht, dass die irgendwie hier drin sind. Nee, das muss irgendwie Akt 1 hier irgendwo. Ach, die waren wahrscheinlich hier. Schon die hier. Alles klar. Gut, dann auf in den Süden. Und dort ist der Mordenturm. Genau. Hier oder irgendwie da, da war was Verstecktes. Boah, also die sind doch ein bisschen hartnäckig, aber die haben ja eine Todesmagie-Schwäche. Schauen wir mal. Ist halt ein Mana-Fresser. Oh, gut. Blitzresistent, aber macht nichts. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Ich meinte, der war irgendwie hier in so einem Höhlenabschnitt. Dahin hat es noch Fässer. Gut, versteckte Fässer. Ich muss gerade überlegen. Ich meine, es ging hier durch den Untergrund. Da gab es ja Morden. Nach dieser Karte müssten die Mordentürme auf der anderen Seite der Mauer sein. Die Mord
Sehr schön. Ich bin mir unsicher, ob wir noch weitere Pläne finden. Jawohl, ja. Ganz praktisch für Kampfmagier. Dieser Kampf, ja, die Energiekugel. Räumt nicht nur Feinde weg, oder kräftigt nur Feinde an, besser gesagt, sondern zerstört auch hier die Fässer. Und ist eigentlich ein ganz netter Schutz. Und die dritte Stufe, die haut ja auch halt richtig an Schaden rein. Und drauf da. So. Ja, ist ja schon gut. Jetzt aber. Ich werde erst ruhen, wenn sie alle geschleift worden sind. Eine neue Aufgabe für... Genau, such die geheime Drovla-Brotstätte. Nördlichen Teil der Wüste Katarak und... Ja, dort ist auch noch ein Mordenturm. Also, es geht noch bis Akt 3. Weil ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch da nicht. So, dann will ich wieder richtig Schaden rausknüppeln. Will ich mal gucken, was gibt es hier oben auf dem Berg? Fässer. Und hier oben? Ich war mir unsicher, gab es hier noch irgendwas? Ja, gut. Thron. Ja, oder was ist Fässer? Eher gesagt. Na. Ansonsten. Immerhin. Und die nächste Aufgabe für Finale. Oh, ihr werdet es kaum glauben. Ist erst ab Akt 3. Das wird auch noch was. Und da müssen wir schon eigentlich Stufe 30 sein. Mindestens. Oder 34 sogar. Ich glaube 34. Ein verborgener Mordengang. Jo. Alles klar. Oh. Weil ich dachte mir schon, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Weil das zog sich bis Akt 3. Das wusste ich noch. Ich dachte schon, es kann es nicht sein, dass es hier nur auf Greylin ist. Und gut ist. Gut, dann auf zum Teleporter. Gibt es aber auch gerade keinen... Doch, da. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es aber auch gerade keinen Busch. Seltsamerweise. Zwei Magier. Das bedeutet halt reichlich Probleme. Wegen Mana-Flaschen.
Gut, was ich jetzt aber auch erstmal machen will, ist... Eisjuwel, Blitzjuwel, Feuerjuwel. Leck mich fett. Das ist ja schön. Guck ich mal, ob es neue Waffen gibt. Und neue Rüstung. Und da denke ich mal, werde ich den Weg nach Süden einschlagen. Oh, bitte lass mich dich jetzt anquatschen. Na also. So, verkaufen. 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 Und das war's. So, Finala. Gibt es was für die 12? Neun. Acht. Aha. Dann brauche ich jetzt noch die Adeptenstiefel. Ich brauche noch die Adeptenstiefel. In. Ja, kennen wir schon in Zeiten wie diesen. Bla bla bla. Die Frage ist, gibt es jetzt doch was für mich hier? Dero, wie schaut es bei dir aus? Elbenrüstung? Nee. Tar. Achso, du hast ja schon die komplette Ahnenreihe. Diro hat eigentlich die komplette Forscherreihe. Dann fehlt mir jetzt noch Lederpanzer. Also die verzauberbaren, hervorragend ausgezeichnet irgendwas. Oh, was mache ich denn? Waffen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. 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 1628, 1627. Halleluja. 30 bis 50. Das ist doch ein, ja, ich wollte gerade sagen, bei Cash Hackbeil. 23, nein. Na gut, das mit Dero, das dauert noch, bis sie eine neue Waffe bekommt, glaube ich. So. So. Ich denke mal, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet, um nach Süden zu gehen. Wobei, mir fällt gerade ein, eine Nebenquest gibt es noch zum Abholen. Die Frage ist nur, war das... Ja, das war hier. Ein interessant aussehender Stein. Dieser Stein pulsiert hell unter eurer Hand, als werde er von innen leuchten. Ihr fühlt euch ungemein wohl und verspürt ein unbändiges Verlangen, den Stein aufzuheben. Und den heben wir auch auf. Faszinierend. Ich dachte, mein Auftrag sei ein anderes Opfer. Ich hatte ein ganz anderes Ziel erwartet. Der Mann hätte euch fast umgebracht. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid. Ich wusste nicht, ob die Gerüchte stimmten, aber jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Die Mörder gehen um, selbst hier in Amanlu. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten.
Ein Mörder? War der Mann etwa ein Assassine? Ja, er kam aus den Schatten, als wäre er ein Teil davon. Diese schattenschleichenden Diebe werden immer häufiger in den Gebieten hinter dem Wald gesichtet. Kalratien, das einst außerhalb Amanlus ein Abbild der Reinheit war, soll nun die Mördergilde beherbergen. Kalratien? Meint ihr etwa Kalratien? Viele der Ethel wissen es von Reisenden und einige besuchen es sogar regelmäßig. Der Kaufmann, dem das Haus gehört, ging vor einer Woche nach Kalratien in großer Eile. Ich hoffe, er hat keinen Ärger mit diesen ehrlosen Dieben bekommen. Ich kenne diesen Kaufmann nicht. Warum sollte es sein Mörder auf mich abgesehen haben? Das weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr unvorsichtigerweise jemanden verärgert. Hat er etwas gesagt, bevor er euch angriff? Ich glaube, er sagte, dass er ein anderes Ziel als mich vorzufinden erwartete. Wirklich? Sehr interessant. Der Kaufmann Kendrill ist hier nicht sehr beliebt. Er ist ein wenig zwielichtig, wenn ihr versteht, was ich meine. Dennoch, das ist kein Grund, um Unschuldige zu töten. Sonst kam euch nichts ungewöhnlich vor. Was wolltet ihr denn in dem Haus? Ich fand diesen eigenartigen Stein auf dem Tisch und musste ihn einfach aufheben. Es war fast wie ein Zwang. Ah, das ist ein Liantierstein. Ein Geschenk des Spinnensehers für den, den er umbringen will. Ihr hättet ihn nicht aufheben dürfen. Das verstehe ich nicht. Was hat so ein kleiner, schimmender Stein mit all dem zu tun? Dieses Mördergeschenk zeichnet das Ziel auf ewig als sein Opfer. Da ist es egal, dass ihr nicht der seid, den er umbringen sollte. Habt ihr euch einmal in seinem Netz verfangen, gehört ihr ihm. Ich gehöre ihm? Kann ich nichts dagegen tun? Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Obwohl, ich erinnere mich an eine Zauberin, die uns einmal besuchte und nach solchen Steinen fragte. Ich unterhielt mich damals lange mit ihr. Sie wird sich sicher an mich erinnern. Solltet ihr es bis nach Kalratien schaffen, dann sucht nach der Zauberin Valeria und sagt, Danadel schickt euch. Hab Dank, ich werde sie aufsuchen. Zeichen des Mörders. Abstufe 30? Ja, 35. Oh. Was ein Akt. Jetzt können wir aber endlich mal weiter. Das war die eine Nebenquest, die ich vergessen habe, noch zu holen. So. Und wenn wir über die Brücke gehen, dann schauen wir mal hier in das Haus rein. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es da auch nämlich noch eine Nebenquest. Meine Güte. Wir kriegen echt sehr, sehr viel zu tun. Verdammt viel will ich hinzufügen. Die Stadt liegt in Trümmern. Es scheint also Pech und Unglück das Los meiner Familie sind. Was plagt eure Familie? Meine Familie ist vielfach verflucht. Alles begann vor 20 Jahren mit meinem Onkel Trenneth. Seit seinem Tod verfolgt das Unglück meine Familie auf Schritt und Tritt. Wie konnte der Tod eures Onkels einen Fluch auslösen? Mein Onkel war ein Diener Lord Levereth auf dessen Schloss im Süden. Er soll Lord Levereth bestohlen und ermordet und so unsere Familie entehrt haben. Nachdem Onkel Trenneth von den Wachen verhaftet wurde, ließ ihn Lady Levereth hinrichten. Und nun machen seine üblen Taten unserer Familie das Leben schwer. Selbst im Tode ist mein Onkel verflucht. In ewiger Rastlosigkeit ist er dazu verdammt, durch das Schloss zu geistern. Ich verstehe, doch ihr glaubt nicht, dass er es war? Onkel Trenneth war kein gewalttätiger Mann. Er war sehr stolz auf seine Stellung bei Lord Levereth. Er war stets bemüht, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Wie könnte er da ein Dieb und ein Mörder sein? Vielleicht geht er deshalb als Geist im Schloss um. Ich denke, ich muss seine Ehre wiederherstellen. Kann ich euch dabei behilflich sein? Gesegnet sei eure Güte. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Doch wo soll man anfangen? Wir müssen herausfinden, was an jenem Tag im Schloss geschah. Gab es irgendwelche Zeugen? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt lediglich einen Bericht von Tamwen, der Wache, die zu diesem Zeitpunkt Dienst hatte. Hier ist eine Abschrift. Nehmt sie. Die Informationen werden euch helfen. Ich glaube, Tamwen dient nach wie vor bei den Klingenwächtern hier in Amanlu. Interessant. Ihr sagtet, dass euer Onkel noch im Schloss umhergeistert? Könnte man auch mit ihm reden? Das scheint nichts zu bringen. Ich habe ihn ein paar Mal flüchtig gesehen. Und einmal gab es auch so etwas wie einen Kontakt. Mein Kopf füllte sich mit einem schrecklichen Geheul. Aber ich weiß nicht genug über die Geisterwelt, um mehr zu erreichen. Man sagt, die Magierin Lysanor, die Weise,
kenne sich mit derlei Dingen aus, aber bislang konnte sie mir nur wenig helfen.